Hallo Damen, wir sind wieder da, nachdem ich das letzte Mal spontan abgebrochen habe. Ah, fuck, hier waren ja einige, ne? Oder auch nicht. Ach, die waren hier. Komm schon, rauf da. Panisch Tasten drücken. Funktioniert. Zwar nicht mehr die beste Methode, aber funktioniert. Ja, meine Lieben, das nennt man Professionalität. Panisch alle Tasten drücken, die man finden kann. In der Hoffnung, man geht nicht drauf. Jetzt komm her, du Affe. Alter, ich hasse, wenn ich nichts sehe. Automatischer Turm, Mama. Ach, noch einer. Ich will auch so einen. So. Welchen Weg gehen wir? Erstmal den kaputt. Teleportet die vor zu sich. Ja, geil, der Gefährte gibt mir wieder drauf wie Sau. Als ein Kacknoob ist. Ja, komm her. Ja, nicht zurückspringen, Muschi. Schon hier geblieben, muss sterben wie ein Mann. Aua, Schockturm. Speedy Gonzalez. Ich hasse die Teleporter-Fotzen. Boah, jetzt bleib doch mal stehen und schluck wie ein. Nein. Ich hab grad sagen, schluck wie ein Mann, aber das ist ein bisschen eklig. Obwohl, ich meine, jedem seine eigene Entscheidung, was er schluckt und was nicht. Und wieder die Spaßköpfe, die nichts besser tun haben, als mit in der scheiß Ohren rumzusitzen. Ja. Oh, bisschen aufpassen wäre ganz praktisch, ne? Wie viel gibt's denn von denen? Ist das ein Zeichen, dass man durch das Schlüsselloch kann oder nicht? Wir befinden uns im Nichts. Im Nichts! Da gibt's nichts! Überhaupt nicht. Doch, Level gibt's hier. Ich sollte weniger Scheiße labern, ne? Ich habe das Gefühl, es gelesen mal auf irgendwas anderes. Radius auf 7 Meter erweitert. Und teleportiert sich. Gold. Und teleportiert sich? Ja, genau. Mobiler Spawner. Komm, ran da. Jawohl. So sieht's aus. Oh. Ih. Die Waffe ist geil. Gruftunhold. Oh, Mama. Oh, fuck. Oh, fuck. Zum Glück halten die Dinger nichts aus. Natürlich hast du genug Mana.
Jetzt hören wir den Elektrozahnstocher bitte mal auf, danke. Das piekt. Seriously. Der letzte Schlag hat mir gefehlt. Ja, dein Gepäck ist voll. Was ist das hier? Okay, was haben wir hier? Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Handkanone? Nein. Demolierendes Schwert 136? Nein. Nein. Nope. 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 Ödland. Warte, 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 warte. Das wäre das Ding. Warte, das behalte ich mal, weil dann gehe ich in der Stadt hin und entferne daraus den Splitter. Oder daraus. Oder daraus. Und, dann setze ich den die neue Halskette ein. Behalte ich auch mal noch, glaube ich. Der kann weg. Und der auch. Verdammt. Okay, weiter geht's. Da oben geht's noch lang, ne? Alter! Boah, sind die Geschütze machen echt Schaden hier. Aber nichts widersteht meinem Grit. So, hier oben ist auch alles clear. Da hinten gehe ich gleich weiter. Also wie die Map aussieht, dürften hier nicht mehr viele Gänge sein. Wir hätten das völlig falsch, nicht der richtige Weg. Oh ja. Mobiler Wachposten, komm schon. Und, wo bist du? Ja, da bist du. Ist halt scheiße, wenn man gestunt wird, wenn man sich teleportieren will, ne? Da lebt noch einer. Ah. Oh, verfluchtes Schwert, aua. So, jetzt bin ich voll. Oh ja, mit kritischen Treffern Ohren zerschlagen. Das macht Sinn. Es finde ich ein bisschen unpraktisch, dass man eigentlich mehr Scherben findet, als man Gegenstände zum Sockeln hat. Aua.
Bin eine Runde voll heilen. Komm, Schockturm, uncool, weg mit dir. Oh ja. Sieht nach dem richtigen Weg aus hier. Alter, gehen die explodieren die Dinger? Immerhin kann man sich gerade dran hochheilen. Wow. Na pervers, genial. Oh ja, und noch mehr Geschick. Treppe nach unten, immer cool. Und auf geht's. Eine Treppe nach unten, warum kein Aufzug? Das wäre viel entspannter und die Technik dafür haben sie anscheinend ja. Ach du Scheiße. Komm her. Teleportiert er sich wieder? Wie er vielleicht sagt, du sollst dich nicht teleportieren. Ihr habt mehr Ruhm erlangt. Nicht unvergesslich, cool. So, weiter geht die Kiste. Eine Seite, andere Seite. Okay, weiter. Ah, Auto geschützt. What the fuck? Was war das bitte gerade? Wie schnell ich halt einfach fast nur gestorben wäre. Komm, weg da. Oh ja, Randa. Ich glaube, ich sehe jetzt gerade ziemlich kritisch. Boah, scheiße, war das gut. Nein, aber scheiße. Ah. Seriously. Jupp, komm her. Komm schon, stirb. Kann man seinem Hund eigentlich so Leckerli geben? Das wäre mal voll cool. Okay, warte, ich gehe da hinten noch lang. Geradeaus.
Hier ist doch sicher irgendwas. Das ist keine Falle, der Knochenhaufen hier. Okay. Habe ich schon wieder ein Level übrig. Ja. Der war völlig unnötig übrigens. Machen wir mal. Interessant. Naja, macht nicht sonderlich viel Schaden, aber könnte die könnte ganz interessant sein. Das macht mir so viel Schaden immer. Jetzt schluckst du aber hier. Die sind auch fertig. Und schon wieder Punkte verteilen? Oh ja. Das killen wir mal. Den oder den? Den oder den? Nehmen wir mal. Der ist auf Ebene 1, der ist auf Ebene... Ach komm. Bringen wir auf Ebene 2. Oh fuck. Boah, Alter, hör auf, damit zu greifen. Griffel weg sozusagen. Die Waffe sieht interessant, dass sie gerade eben gedroppt ist. Und ich bin schon wieder voll. Gott im Himmel. Nein. So. No sir, no sir. Aha, aha, ja. Nein, nein. Blutleder. Jo. Nehmen wir. Nein, kommt auch weg. Wir müssen eh demnächst mal wieder zurück in die Stadt. Seltene Faustbüchse, zweihändig. Sieht ja interessant aus, ne, aber... Nö, lass mal. Und ordnen. Kann vielleicht mal, Edelsteine hier anschauen, was mal reinmachen, was nicht. Fuck! Was waren es gerade für hässliche Viecher da vorne, die beiden Strahlen? Yeah.
Die Attacke ist echt interessant, die ist nach vorne springen. Blutungsschaden? Aha. Man kann nur nicht durch alle durchspringen. Critical! Stirb! Ah, cool, Geheimraum. Ah, jetzt komm mal her. Identifizierungsschriftrolle. Uhu. Wenn ich gerade ein bisschen heiser klinge, tut es mir leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und mein Hund rennt mal wieder rein. Ganz große Klasse. Die sind echt voll genial, die Dinger zum Durchhüpfen. Sie heilen mich zwar nicht. Das war die falsche Taste. Ja, Mann, mit Blitz gegen Blitz. Riesiger Heiltrank. Kann man auch immer wieder brauchen. Schaden, 8 Lebensabsorb. Naja. Blutschleimscherbe. Oh, der ist interessant. Warte. Ich muss irgendwie da oben hinkommen. Komm her. Wir werden echt zugeschissen mit den Glutsteinscherben, ne? Was jetzt wenigstens wie ein Diablo so zusammenfügen könnte oder so. Kann man's da? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, das Ganze noch wenigstens ein bisschen hilfreich oder nützlich, aber so. Ja, komm. Mobiler Wachposten. Ja, Ingenieur kann auch solche Dinger spawnen. Zwar ein bisschen kleiner, aber so ähnlich. Und geht drauf. Oh ja. Das sind mir diese scheiß Laserbeam-Viecher. Komm schon, komm ran.
Oh ja, mobiler Spawner und down und down. Identifizierung, Schriftrolle. Können wir gebrauchen. Sieht aber nicht schlecht. Rage Mode. Bekomme ich eigentlich Blutungsschaden? Fällt mir gerade so ein. Der Rüstmeister. Down geht's also. Boah, Alter. Erstmal weg hier. Ich mache hier hinten noch schnell zwei Räume, die noch nicht erforscht sind. Ich habe das Gefühl, dass man diesen zerschmetterten Kopflos nicht zum Bluten bringen kann. Sehr nervig, das Teleportieren. Sehr, sehr nervig. Rape, rape, rape train incoming. Ich muss sagen, die sind echt paar geile Fertigkeiten dabei. Dass du halt deinen Schaden auf die Fläche verteilst und nicht wirklich gleich AOEs hast. Ich meine, der Ingenieur, der hat ein paar Fähigkeiten. Sobald der hat uns verschiedene Stufen, wenn man die weiter auflädt, zum Beispiel machst du einen Rechtsklick, das ist so eine Attacke, nimmt so einen Hammer, schlägt ihn auf den Boden, dann breitet sich auf dem Boden so ein Feuerstrahl aus, mehr oder weniger. Und der ist auch relativ mighty. Wenn man den schön in große Gruppen reinsetzt, kommt da immer Gutes bei rum. Also Schaden. Oh! Okay. Nochmal fix zurück in die Stadt. Und jetzt ein paar Sachen ändern. Nur kurz verkaufen. Ernsthaft. So. Inventar. Den ausrüsten. Aufladungsrate 5% erhöht, Hunde Gesundheit mehr. So, der sitzt da wieder drinne. Vier Teile, fehlen uns noch zwei Teile. Eventuell eine Waffe und die ist davon, das ist davon, das ist davon, das ist davon. Ein Gürtel fehlt uns noch und ein Handschuh fehlt uns noch. Dann haben wir alles. So,
Getränke. Wir haben riesige mittlerweile. Ach, die trinke ich glaube ich schon die ganze Zeit. Dann ändern wir es gerade mal um. Das Glück ist mit. Das Glück ist auf eurer Seite. Das Glück ist mit. Das Glück ist auf eurer Seite. Jupp, finde ich cool. Dann haben wir das auch. Das Glück ist mit euch. Okay. Nicht ganz pornös, aber was soll's. Das Glück ist auf eurer Seite. Vitalität und Stärke. Rauf mit. Bisschen Geld ausgeben. Das Glück ist mit. Not bad. Da sind schon maximal drauf und da auch. So, wo ist meine Truhe hier? Nicht. Der will jetzt nur wieder Scheiße verticken. Ich glaube, ich hab's gerade eben gesehen. Mein Freund, fühlst du dich etwas glücklich? Ah, was haben wir denn hier? Großaxt, Schwertaxt, ja. Schaden. Not bad. Ich gehe mal fix verkaufen und schauen, was er noch hat. Ja. Leider nicht sockelbar. Oh, Junge, ist noch nicht gesockelt. Sockel ich mal alles, was ich kann. Gesundheit bei Treffer gestohlen. Komm, hier Elektropanzer rein. Ja, der wird reingesetzt, der. Verkauft, 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 verkauft. Scherbe, Scherbe, Scherbe. Können verkauft werden. Nein, nicht da rein. So. Dann gehen wir mal noch. Das Inventar eures Begleiters ist voll. Verkaufen. Ich heiße euch willkommen. Gut, haben wir alles. Da holen wir nochmal eine zweite Waffe da unten. Vielleicht ist was Geiles drauf, vielleicht auch nicht. 185. Und das kommt darauf. Mal schauen, wie es ist, damit zu kämpfen. Transport. Das dahin. Mal auf Vitalität gehen noch. Juhu, rein zum Boss.
Ich hab gerade echt zugeschissen, zu viel Rollen. Ich meine, nicht, dass ich was dagegen hätte oder so, aber. Junge, Junge, macht der Schaden! Boah, jetzt komm her, was du kannst, kann ich auch. Ja, komm her. Ja, Blutungsschaden, Bitch. Ja, komm, jetzt ran da. Crit, Crit. Crit, 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 Crit. Ah, komm schon, ran da. Und der Wolf nochmal drauf. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Puh. War das alles? Zum Glück spawnt der nicht die Dinger. Und verpissen wir uns.